Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der zweite Teil des dritten Spieltags steht an. Hier habt ihr die Spiele im Überblick. Die Timestamps findet ihr ebenfalls, wenn ihr ja in die Videobox schaut oder einfach auf den Bildschirm tippt. Danke fürs Reinschalten. Lasst gerne später einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefällt. Ansonsten geht's jetzt los mit Kroatien gegen Italien. Viel Spaß! Ein Duell, das es in sich hat. Kroatien gegen Italien, Gruppe B. Der dritte Spieltag parallel dann dementsprechend Spanien gegen Albanien. Die Spanier sind bereits weiter. Kroatien und Italien müssen beide noch zittern. Kroatien in Rot-Weiß zeigte erstmal eine gute Anfangsphase. Kovacic kommt nicht durch. Modric nochmal abgeblockt. Dann erstmal die ganze Szenerie geklärt. Es ist eine schwierige Ausgangslage, vor allem für die Kroaten. Ein Punkt für Italien wäre schon mal ziemlich viel wert. Kroatien muss auf jeden Fall gewinnen, aber das ist gegen Italien leichter gesagt als getan. Italien nach einer Viertelstunde dann mal mit Fratesi. Aber Livakovic wehrt erstmal ab. Das war für Kroatien schon brutal. In der fünften Minute der Nachspielzeit kassierten sie den Ausgleich von Albanien, aber Italien weiß ja auch, wie schwer man sich mit Albanien tun kann. Hier waren es wieder komplett neue Vorzeichen. Dann mal Sosa mit Ante Budimir. Der zurück, die Flanke von Di Marco auf Sosa aufgelegt. Gefährliche Szene. Eckball gab es nicht. 0 zu 0 zur Pause. Kroatien gegen Italien. Es war also noch alles offen, aber Kroatien brauchte eben ganz wichtig diesen einen Treffer. Über eine Stunde schon gespielt. Kroatien über rechts und da ist Budimir. Testet Donnarumma aus kurzer Distanz. Gut, dass Donnarumma so breit gebaut ist. Den wehrt er mit der Brust ab. Aber weiter Kroatien. Italien sehr defensiv mittlerweile der Ansatz. Kramaric und wieder Donnarumma. Der machte ein richtig gutes Spiel und verhinderte hier tatsächlich, dass Kroatien in der Tabelle vorbeizog. Einen Treffer. Den brauchten die Kroaten und sie drückten bis in die Schlussphase. Kramaric und Budimir, wieder Donnarumma. Wie verhext für die Kroaten. Es sollte einfach nicht sein. Donnarumma, der Matchwinner für Italien. Es bleibt am Ende beim 0 zu 0. Kroatien scheidet damit mit 2 Punkten aus dem Turnier aus. Albanien gegen Spanien, das zweite Spiel der Gruppe B. Albanien könnte mit einem Sieg gute Vorzeichen setzen, um zumindest mal als Tabellendritter weiterzukommen. Aber gegen Spanien ist das leichter gesagt als getan. Aber das wissen sie. Dennoch Rodri gesperrt bei Spanien. Die gute Möglichkeit, die wir hier sehen, gehört aber trotzdem den Spaniern, die auch ohne Rodri hochfavorisiert ins Spiel gehen. Strakosha muss aus kurzer Distanz zur Ecke abwehren. Aber Albanien hatte einen mutigen Ansatz. Manai ist das. Manai! 1-0! 30. Minute. Da ließ sich Spanien aber mal sowas von überlisten. Die Fans auf den Rängen rasteten aus. Manai hat da zu viel Platz, kommt hinter die Kette, kein Abseits. Abgezockter Abschluss dann vor Unai Simon. Es war in der Folge ein ruppiges Spiel, ein hartes Spiel mit gelben Karten auf beiden Seiten. Hier einmal das Best-of der Grätschen. Es war wirklich viel drin und das merkte man. 1 zu 0 die Pausenführung für Albanien, gar nicht mal unverdient. Spanien startete zwar ganz gut, aber konnte dann dem Spiel nicht mehr seinen Stempel aufdrücken. Das ist jetzt bei Morata Mitte der zweiten Halbzeit. Strakosha aber ist
auf dem Posten. Noch knapp 10 Minuten zu spielen. Es wurde immer hitziger. Pedri treibt den Ball durchs Mittelfeld und von der Seite rauscht Ramadani ran und der hatte schon im ersten Durchgang die gelbe Karte gesehen und kassiert jetzt hier folgerichtig die gelb-rote Karte. 10 Minuten plus Nachspielzeit, also in Unterzahl, kommt da viel zu spät, darf sich letztendlich über diese Ampelkarte nicht beschweren. Die Szene direkt im Anschluss. Merino, Ferran Torres, oh ja, sah Ball gut durchgesteckt auf Morata. 1:1 Spanien. Das ist unglaublich bitter für Albanien. Da führst du vor 2 Minuten noch mit 1:0. Jetzt steht's 1:1 und du bist auch noch einer weniger. Sakosha kann nichts mehr machen. Albanien musste gewinnen, um gute Chancen zu haben aufs Weiterkommen. Stattdessen aber Oyarzabal mit dem 2:1 für Spanien. Wurde aufgrund von Abseits allerdings zu Recht nicht gegeben. War aber der letzte Aufreger in dieser Partie. Albanien spielt 1:1, respektabel, aber sie können sich davon nichts kaufen. 2 Punkte, das dürfte es dann wohl gewesen sein mit dem Turnierverlauf. Spanien ist mit 7 Punkten Gruppenerster, aber das war auch vorher schon klar. Spiel Nummer 1 aus Gruppe D, Frankreich gegen Polen. Die Polen bereits ausgeschieden, für die Franzosen sind die Aussichten aufs Achtelfinale äußerst rosig, wollen hier aber auch mit einem Sieg die Gruppe abschließen. Gute Möglichkeit in der Anfangsphase, Tchouaméni. Nach 8 Minuten testet er das erste Mal Wojciech Szczęsny. Verdeckter Schuss, aber dass Szczęsny ein großer ist, das wissen wir nicht erst seit heute. Frankreich aber klar dominant. Der wohl bislang beste Auftritt in diesem Turnier. Noch nicht belohnt bisher mit einem Treffer. Wieder Tchouaméni, diesmal aus der zweiten Reihe, findet wieder seinen Meister in Polens Nummer 1. Kurz vor dem Seitenwechsel über die linke Seite. Guter Antritt. Und dann ist es doch passiert. Marcus Thuram in der 45. Minute mit dem 1:0. Klasse vorgelegt von Theo Hernandez, der hier auch stabil bleibt, das Auge hat. Thuram dann völlig frei aus 5 Metern zum Halbzeitstand. Sollten sich die Polen also tatsächlich mit 0 Punkten verabschieden, das wäre auch in dieser harten Gruppe doch schon sehr enttäuschend. Coman in der 56. Heute mal in der Startformation, blieb recht unauffällig hier, zumindest mal mit einem Abschluss. 20 Minuten noch zu spielen, dann mal Polen und Lewandowski, der wieder nur von der Bank kam, mit dem 1:1 in der 72. Minute. Das dürfte nochmal die Stimmung etwas erhöhen. Setzt sich hier gut durch, vielleicht etwas zu einfach, aber dieser Abschluss ist dann eben auch sehr gut. Frankreich drückte aber auf den Siegtreffer in der Schlussphase. Coman auf N'Golo Kanté, der in der letzten Minute das Siegtor für Frankreich erzielt. Machte schon in den letzten beiden Gruppenspielen auf sich aufmerksam und hier ist er, der spielentscheidende Torschütze. Frankreich gewinnt mit 2:1, hat 7 Punkte nach 3 Spielen. Damit ziehen sie in die K.O.-Runde ein. Niederlande gegen Österreich, das zweite Spiel der Gruppe D im Olympiastadion. Das Ganze, Niederlande mit 4 Punkten, Österreich nur mit 3. Also für Österreich ist es hier ganz wichtig, bestenfalls sogar zu gewinnen. Am Ende können das auch mit 4 Punkten in die nächste Runde gehen, theoretisch sogar mit 3. Aber hier die erste Chance von Arnautovic zeigte,
Österreich spielte nicht auf Punkt. Sie wollen gewinnen. Die Niederlande etwas abwartender, dann aber vor der Pause noch diese Situation. Xavi Simons auf Memphis Depay und der mit dem 1:0. 38. Minute, kalte Dusche für Österreich. Das tut weh in einem Spiel, in dem sie eigentlich sehr gut drin gewesen sind. Nun aber müssen sie einem Rückstand hinterherlaufen. 1:0, dann auch der Pausenstand in der deutschen Hauptstadt. Alles aber weiterhin drin für Österreich. So langsam sollten sie aber den Ausgleich erzielen. Aber die Niederlande, sie wurde etwas besser noch. Nicht nur defensiv kompakt, sondern jetzt auch nach vorne hin gefährlicher. Depay aus der zweiten Reihe. Die beste Phase jetzt der Niederländer. Xavi Simons hat das Auge für Gakpo. Der macht das 2:0 in der 72. Minute. Die Vorentscheidung in diesem Duell. Oranje zieht davon. Geht als Tabellenerster aus dieser Gruppe. Österreich wird Dritter mit 3 Punkten und einem Torverhältnis von -1. Jetzt heißt es hoffen und bangen, dass es 2 schwächere Gruppendritte gibt. In der Gruppe C ist noch alles offen. England gegen Slowenien, das erste Spiel, auf das wir hier schauen. England bislang ja wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, aber 4 Punkte sprechen dann doch wieder irgendwie eine klare Sprache. Aber die im Blau gekleideten Slowenen hatten was vor. Šeško in der 5. Minute mit dem 1:0. England komplett überrumpelt. Der gute Eindruck von Slowenien, den sie über weite Teile der beiden Spiele gegen Dänemark und Serbien machten, wurde hier bestätigt. Und der Angreifer von Leipzig unterstreicht das. Nur wenig später diese Chance. Bellingham in der 10. Minute mit dem Ausgleich holt sich den Ball, zeigt: Wir geben uns hier nicht mit einem Unentschieden zufrieden. Wir wollen das Gruppenspiel gewinnen und mit einem noch besseren Gefühl ins Achtelfinale gehen. Bellingham mit seinem 2. Turniertor. Doch Slowenien zeigte sich nun mal überhaupt nicht geschockt. Spielte weiterhin mutig nach vorne. Das ist Šeško. Erneute Führung für Slowenien. Was war hier bitte los? 16. Minute. Ein überragender Auftritt der Slowenen. Und Šeško bislang der Mann des Spiels. England wollte wieder antworten. Saka per Kopf, aber deutlich drüber. Es war zum Haare raufen für die englischen Fans. Denn die Spielleistungen aus den beiden Vorspielen eben waren nicht wirklich zufriedenstellend. Und hier gegen Slowenien lag man eben verdient mit 2:1 hinten. Spora auf Elsnik. Der markiert das 3:1. Was war das für ein Spiel? Ein Traum für Slowenien. Ein Albtraum hingegen für England. Es war ein Fußballfest für alle außer die Three Lions. Pickford da hinten, der regte sich zu Recht auf. 1:3 Pausenstand. Wer hätte damit gerechnet? Wohl keiner der hier Anwesenden. Zweite Halbzeit. Slowenien verwaltete, kam aber nochmal zu einer Chance. Fast das 4:1 hier, Elsnik. Doch Pickford ist aufmerksam und stürzt sich auf den Ball. Mittlerweile die Nachspielzeit. Saka auf Walker, der nochmal zurück. Walker mit der Flanke und Trippier gegen Oblak. Doch der Torhüter von Slowenien behält die Überhand und hält dieses 3:1 fest. Slowenien hat 5 Punkte auf dem Konto, zieht an England vorbei in der Tabelle. Unglaublich. Damit sind sie eine Runde weiter und England muss tatsächlich nochmal zittern.
Spiel Nummer 2 in Gruppe C, Dänemark gegen Serbien. Die Serben brauchen unbedingt diesen Sieg. An England können sie nicht mehr vorbeiziehen, weil die Engländer ja das direkte Duell gewonnen haben, aber erstmal gewinnen, das sollte gegen Dänemark nicht unbedingt so einfach werden. Die erste gute Chance gehörte auch Dänemark. Nach 10 Minuten einmal hier der Abschluss, Wind dann im Abseits, aber es zeigte, mit welcher Herangehensweise Dänemark das Ganze hier angehen wollte. Und es sah wirklich gut aus. Auch wenn da nur 2 Punkte nach 2 Spielen stehen. Das ist Højlund! Traumtor für Dänemark. Das verdiente 1:0 gegen schwache Serben, die sich auch gegen Slowenien ja lange Zeit sehr schwer taten, Chancen zu kreieren. Folgerichtig in der 25. Minute dieses Tor. Højlund setzt den oben links in den Knick. 5 Minuten noch bis zur Pause. Nun auch mal die Serben. Vlahovic legt zurück. Zivkovic, Vlahovic. Kommt da mal ein Abschluss? Ja, kommt er zustande. 43. Doch Schmeichel ist aufmerksam. Wehrt gut ab, auch zur Seite, sodass nicht irgendwie nochmal gefährlich werden konnte. 1:0 zur Pause. Højlund bislang der einzige Torschütze. Dänemark nun sehr stabil in der Defensive, ließ weiterhin sehr wenig zu, wollte dann mit dem 2:0 hier alles entscheiden. Wind kommt aber nicht vorbei an Rajkovic, der sich groß macht und das 2:0 verhindert. Dennoch blieb es dabei, 1:0 gewinnt Dänemark gegen Serbien und zieht damit in die K.O.-Phase ein. Serbien hingegen verabschiedet sich. Das war's dann auch wieder mit dieser Prognose. Hier seht ihr einmal, welche Ergebnisse da rauskommen würden in der Tabelle, wenn die Spiele so ablaufen würden. Ist alles nur hypothetisch, logischerweise. Was denkt ihr? Wer kommt weiter? Wer fliegt raus? Wer muss zittern als Tabellendritter? Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Haut rein und adios.